wunderschöne Götterbo und recht herzlich willkommen zurück zum Let's Play über Monkey Island 3. Wir waren jetzt gerade bei unserer Voodoo Mama und jetzt da gehen wir natürlich mal uns das schöne Dörfchen anschauen. Mal schauen, was uns da Schönes erwartet. Und zack, sind die schon da. Ha. Sieht das nicht schön aus, diese wunderschönen Berge mit Limonade für nur 5 Cent. Wollen wir doch gleich eine kaufen. Hallo, junger Matrose. Na, mein Sohn, hast du schon geöffnet? Oh, Junge, mein erster Kunde. Junge, Junge, und das ist erst der Anfang. Hi, mein Name ist Kenny, Kenny Faulzahn. Es wäre toll, wenn Sie etwas von meiner Limonade kaufen würden. Kostet nur einen Fünfer. Und das Allerbeste ist mein bodenloser Krugtarif. Das klingt nach einem guten Geschäft. Ist die Limonade gut? Oh, aber natürlich. Es ist ein sehr gesundes Getränk. Sogar noch besser für Sie, als Blutegel auf die Zunge zu legen. Hui. Ja, obwohl ich nicht weiß, was ich lieber machen würde, Blutegel auf Zunge oder seine Limonade zu trinken. Aber immerhin haben wir den bodenlosen Krugtarif. Also ich glaube schon, dass es sich lohnen würde. Wofür ist die Limonade gut? Es ist ein tolles Mittel gegen Skorbut. Es wird all Ihre Beschwerden lindern, einschließlich, aber nicht begrenzt auf schleichende Erschöpfung, Muskelschmerzen, einfallende Augen, schmerzendes Zahnfleisch, fahle Haut, Zahnverlust, innere Blutungen, das Aufbrechen von Wunden, Durchfall, Nierenversagen, Ohnmacht, Mundgeruch und Tod. Hm. Heilt sie böse Piratenflüche? Nein, aber es besitzt ein erfrischendes Zitrusaroma ohne störenden Nachgeschmack. Ja, das wäre fast cool, aber... Ja, wir wollen die kaufen. Also, ich will da nicht so ähnlich ändern für das, was er alles aufgezählt hat. Ich würde gerne etwas Limonade kaufen. Sicher! Wir haben einen bodenlosen Krugtarif, wissen Sie? Das macht einen Fünfer. Hey! In diesem Krug ist kein Boden. Gib mir mein Geld zurück. Tut mir leid, ich habe Ihnen von unserem bodenlosen Krugtarif erzählt. Und es gibt keine Rückerstattungen. Du Kleiner. Danke, kommen Sie wieder. Dieser. Na okay, wir haben eh nur Falschgeld, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, Beuten mit Spielgeld, also haben wir ihn auch verarscht. Ja, dann können wir momentan wahrscheinlich nichts machen. Da ist ein Schild, lesen. Dies ist eine Informationstafel, aufgestellt von der Plunder Island Naturalistengesellschaft. Strauch, ein ursprüngliches Beispiel für die vielen dekorativen Sträucher, die für die Bepflanzung von Plunder Island benutzt wurden. Interessant, erzähl mir mehr. Gefahr, nicht betreten. Gefahr, nicht betreten. Gefahrenbucht. Gefahrenbucht. Achtung, Achtung. Vorsicht. Ipecac, Cephaelis ipecacuana, eine der überall auf Plunder Island vorkommenden kriechenden Kletterpflanzen. Ein Sirup, der aus den Ipecac-Blüten gewonnen wurde, diente den frühen Siedlern von Plunder Island als Brechmittel. Hm, lecker. Aber wir wollen wahrscheinlich noch nicht brechen. Oh, was ist das für eine geheimnisvolle Tür? Hm. Aufmachen? Nee, warte mal, das ist jetzt Gesprächsanlage. Blondbarts Hühnchenladen. Es ist die Gegensprechanlage für das Walk-In. Wollen wir damit mal reden? Hallo? Ich verstehe Sie nicht. Wie bitte? Ah, vergessen Sie's. Hey, ich habe ihn verstanden. Es ist ein Hühnerstall, aber ich sehe keine Hühner. Die haben wir alle schon gegessen. Oh, da hängt ein Zettel. Dein Huhn ward zu Gold, 18 Karat. Im Sumpf hält jemand die Lösung parat. Voodoo und Zeugs. Vormals nur Voodoo. Besuchen Sie unsere neue Filiale auf Plunder Island. Okay, jetzt haben wir erfahren, dass man jetzt ein Huhn zu Gold gemacht hat und wir können dagegen etwas tun. Aber da waren wir schon, können wir das eigentlich mitnehmen? Ja, cool. Matschpfütze anschauen. Das ist so dick wie Bratensoße. Reinspringen, reinspringen. Ich werde in diesem Matsch nichts finden, wenn ich mit meiner Hand herumfische. Oh, ein Hinweis. Aber ich will da reinfischen. Da ist nichts drin.
Okay, was ist hier? Haben Sie eine Reservierung? Natürlich habe ich eine Reservierung. Natürlich habe ich eine Reservierung. Dann lassen Sie mich doch bitte mal den Reservierungsbeleg sehen. Kein Reservierungsbeleg, was? Dann raus mit Ihnen. Aber... Och, es sieht ja nicht so voll aus, dass man da nicht reingehen kann. Ja, das heißt, wir machen hier momentan nichts. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Ja, wir können hier alles schön anschauen. Oh, sieht das hübsch aus. Ja, vor der Tür reintreten. Es ist abgeschlossen. Ah, dann gehen wir da zur Seite rein. Ein Zauberstab nehmen. Schauen Sie, wie ich das verschwinden lasse. Unser Guybrush ist ein echter Klaue. Kauen wir den Hut auch noch? Ich will die mystischen Kräfte des Huts nicht stören. Wird Eisland aufleben, Kleber nehmen. Er klebt auf dem Koffer. Das können wir doch nehmen, Spiegel. Schauen wir uns mal an. Vielleicht sehen wir hübsch aus. Ich frage mich, ob es in diesem Stück eine Rolle für einen flotten, gaunerischen Piraten gibt. Oh ja. Oh, Krone. Ich brauche keine Requisiten. Können wir eigentlich damit etwas aus dem Hut zaubern? Nichts in meinem Ärmel. Cool. Presto. Hey, es hat geklappt. Da ist etwas drin. Wir sind ein echter Magier. Nehmen das Buch. Was ist das jetzt? Das A, C des Bauchredens. Okay, dann werden wir mal Bauchreden lernen. Was gibt es hier sonst noch so? Falsche Krone. Was war hier? Falsche Ertrappen können wir wahrscheinlich auch nicht nehmen. Ich brauche keine Requisiten. Piratenmantel? Können wir die mitnehmen? Sieht zu groß für mich aus. Was ist da drauf? Sieht aus wie ein netter Mantel. Mit ein paar abgeblätterten, unansehnlichen Schuppen. Die Schuppen nehmen. Ich hasse Leute, die einen verachten, nur wegen eines kleinen Problems mit... Hey, das sind keine Schuppen. Oh! Tasche. Oh. Hier ist ein Handschuh drin. Wir fahren einen zum Duell heraus. Oh, wie das fleucht und kreucht. Sie, zappeln. Perücke, oh, da. Perücke mitnehmen. Nein, ich mag den natürlichen Look. Doch. Abtupfen oder nicht abtupfen? Nein, nein, das stimmt nicht. Hä? Komm schon, Schlappi, du musst es schaffen! Die Show beginnt heute! Ja. Dann töte ich Cäsar, gefolgt von einem kleinen, weichen Schuh. Ja. Ahoi. Ahoi! Was ist das für ein saumäßig dämliches Gefasel, das du da probst? Aber das ist das Meisterstück des Barden. Glaubst du wirklich, dass es so schlecht ist? Also, ehrlich, hallo? Guybrush, du bist echt ein Arschloch. Du machst hier wirklich alle Leute nur fertig. Oh, es ist so schlecht. Oh, ich wusste, ich hätte das Material nicht ändern sollen. Wie habe ich nur meine unselige Feder nehmen und sie wie eine Nadel durch die unbefleckte Dichtung des Meisters stoßen können? Du hast Shakespeare umgeschrieben? Ich wurde dazu gezwungen. Nicht eine einzige Person kam zu meinen Aufführungen. Oh, diese dummen, rohen Piraten! Nicht Mann genug, um sich mit ihrem sensiblen Innern auseinanderzusetzen. Also schrieb ich die gesamten Bücher neu. Ich konzentrierte die Brillanz von Jahrzehnten auf eine 45-Minuten-Revue. Spear, ein Theatermädling. Oh mein Gott. Ja, ich will bei der Show mitmachen. Kann ich bei deiner Show mitmachen? Lass mich offen sein. Du hast einfach nicht die Hände eines Speerträgers. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich das höre. Bitte. Bitte, kann ich bei deiner Show mitmachen? In einer Aufführung im Kindergarten habe ich einen Baum gegeben. Wir haben schon einen Baum. Oh.
Warum kannst du nicht zum Originaldrehbuch zurückkehren? Oh, die süße, süße, bittere Ironie des Ganzen. Nun, da du bestätigt hast, dass ich nicht wieder gutzumachenden Humbug produziert habe, habe ich mehr oder weniger die Garantie, einen finanziellen Erfolg vor mir zu haben. Warum finde ich das merkwürdigerweise ermutigend? Kann ich zuschauen? Kann ich dir bei den Proben zu diesem schrecklichen Stück zuschauen? Ich würde vorziehen, wenn nicht. Ich werde nervös, wenn ich beobachtet werde. Natürlich. Ja, du Schauspieler, so wirst nervös. Ist logisch. Schauspielerei ist mein Leben. Lass mich bei deiner Show mitmachen. Tut mir leid, das ist eine Einmannshow. Hey, was bin ich? Gehackte Leber? Nein, keine Leber. Leber hat eine ansprechendere Bühnenpräsenz. Oh, meine schöne Maid. Mit eurem lockigen grauen Haar und eurem beriebleizenden rosaroten Kleid und euren zwei ansehnlichen Stelzen. Bitte, lasst mich euer Romeo sein. Romeo, Romeo. Oh Gott, ich hätte das wirklich machen sollen. Was ich natürlich wirklich will, ist Regie führen. Wieso? Ich habe immer von meiner eigenen Produktion geträumt. Titus Andronicus auf dem Eis. Brillant. Und jetzt hast du gerade alles vergessen und verloren und er wird das Stück produzieren und du wirst ein armer Stuckes an Gabrush. Fahre fort. Ich erinnere mich nicht mehr. Kommt das Wasserballett vor oder nach meiner verrückten Szene? Ein Pirat mit einem anderen Namen würde immer noch stinken. Also, wie bist du in dieser Show gelandet? Ich bin eigentlich eher ein Statist. Aber was ich wirklich will, ist Schauspieler. Die Leute nehmen dich einfach nicht ernst, wenn du nur ein Statist bist. Wie überraschend. Ja, nicht wahr? Hals- und Holzbeinbruch. Danke. Als nächstes brenne ich Theben nieder, unterwerfe seine Armee, zertrample seine Einwohner. Wir hatten sogar bei Schulaufführungen bessere Bäume. Und dann zerschlage ich die Wassermelone. Nun denn, hinfort, schöne Maid, ich werde gehen. Welch Dummköpfe diese Männer mit... Was kann ich da noch machen? Oh, ich kann da noch hochgehen. Schauspielermaske noch, es gibt so viel zu entdecken hier. Ja, ist das geil. Ich mag das Spiel einfach so sehr. Esel, ein Eselskopf. Es riecht, als würde etwas brennen. Muss wohl diese verkommene Verkabelung aus dem 17. Jahrhundert sein. Warte mal, irgend so ein Affe hat an diesen Schaltern herumgespielt. Ich muss erst die Bedienungsanleitung lesen, damit das funktioniert. Bedienungsanleitung. Haben wir keine? Ja, die werden wir wahrscheinlich irgendwo noch finden. Das kann ich eigentlich da nicht irgendwie den Koffer aufmachen, Aufkleber abgenutzt, öffne. Ne, nicht nehmen, du sollst ihn öffnen mit roher Gewalt, wie ein echter Pirat. Zum Tragen ist er zu schwer. Hab ich da etwas zum Aufmachen? Da, Zauberstab. Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Der Zauberstab hat keine Wirkung. Mit der Nadel das Schloss. Ich möchte das nicht feststecken. Okay, wo können wir? Können wir da rausgehen? Können wir sonst noch irgendwo? Laufen wir mal da. Eine geheimnisvolle Tür. Ah, ja. Wir gehen jetzt durch die geheimnisvolle Tür und werden schauen, wo wir herauskommen. Und hier können wir auch noch hin. Eine Abkürzung. Hoch. Ha. So, wo gehen wir? Gehen wir da oder da? Wir gehen... Ja, immer diese Entscheidung. Wir gehen natürlich hier oben durch. Hier kann man Baumwerfen spielen. Mal schauen, wie alles hier schon ist. Ein Schild. Lesen wir das Schild. Sumatra Gummibaum. Gestiftet für Puerto Pollo von unserer Schwesterstadt auf Sumatra, Vacaville. Dieser Baum ist der einzige seiner Art in der gesamten westlichen Hemisphäre. Und steht als immerwährendes Symbol für die Freundschaft zwischen unseren beiden Städten. Das heißt, diesem Baum darf nie irgendetwas passieren. Wir müssen den Baum hüten und pflegen, weil das symbolisiert natürlich die Freundschaft. Und ich habe schon eine Ahnung, was Skybrush machen wird. Ah, was ist hier? Gummibaum, Sägelock. Anschauen. Es ist ein hölzerner Sägebock, der das Rumpfass stützt. Okay. Dann gibt es hier auch nichts zu tun, das heißt, wir gehen mal hier runter. Nee, nicht aus der Stadt.
Wir wollen da rein in den Barbershop. Oh. Willkommen, werter Herr, in der Barbierküste. Wo jeder Haarschnitt ein Abenteuer ist. Ei, wenn du ein Haarschnitt willst, dann musst du warten, bis ich mit Captain Röcheljö hier fertig bin. Seid ihr Jungs Piratenfriseure? Wir bevorzugen den Ausdruck Seeräuber-Haarstylisten. Großartig. Vielleicht könnt ihr mir helfen, diesen riesigen Diamantring zu finden, den ich suche. Diamantring? Ja, er soll enorm sein und er ist auf Blood Island. Blood Island? Nie davon gehört. Das ist echt eine lustige Geschichte. Ich muss den Fluch aufheben, der aus meiner Freundin eine massive Goldstatue gemacht hat. Massives Gold? Wartet eine Sekunde. Habe ich jetzt zu viel verraten? Unsere, was war das nochmals? Piraten-Haarstylisten? Ja. Ja, komm, wir unterhalten uns mal mit denen, oder? Ja. Nee, wir beenden nun die Folgen hier mit unseren super coolen Hairstylisten. Und ja, vielleicht werden wir uns auch eine neue Frisur schneiden. Man hört sich das nächste Mal vielleicht mit goldenem, lockigen Haar. Und so, macht's gut, habe das Schöne. Man hört sich. Tschömmelö.